Und damit willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe. Im letzten Part haben wir zu zweit gezockt, da war Jonas als Gast mit dabei. Und heute geht es im Einzelspieler wieder weiter beim Spielmodus im Grand Prix. Ja, wir hatten leider nur einen Stern bekommen, aber na gut. Ist halt auch ein bisschen schwieriger, wenn man so zu zweit zockt, da wirklich alle drei Sterne zu bekommen, weil man halt einen Rivalen hat. Der einen Strich durch die Rechnung machen kann. Ja, und heute zocken wir mal mit Waluigi. Kein Kartteil bekommen, finde ich interessant. Haben wir sonst noch ein paar neue? Ah, wir haben noch hier den Na gut, dann Waluigi, tut mir leid. Ich gehe zum Inkling. Gehen wir zum Jungen und nehmen hier ist der Käse mal. Weil dann passt das Kart auch wunderbar. Haben wir noch irgendwie Splatoon-Räder? Nee. Noch nicht freigeschaltet, wenn es welche gibt. Und dann nehmen wir mal den Standardleiter hier. Let's go! Im letzten Part der Stern Cup, in diesem Part Blood Cup mit der Wario Arena aus Orbitland in das Instrumentalpiste und dann das Yoshi-Tal. Aber mein Ziel ist es, dieses Mal natürlich wieder die drei Sterne zu erreichen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Und ja. Ich habe mir inzwischen jetzt auch neue Joy-Cons bestellt, die werden die nächsten Tage kommen. Mal sehen, wann so Dienstag, Mittwoch wurde, stand halt auf der Seite. Bin ich mal sehr gespannt, ob sie dann auch wirklich pünktlich sind. Und dann bin ich noch mehr gespannt, ob es mit den Joy-Cons Probleme gibt. Weil dann weiß ich, das liegt an der Switch. Wenn es damit keine Probleme gibt, liegt es an meinen Joy-Cons. Was mir persönlich lieber wäre, weil dann brauche ich nur die Joy-Cons wegschicken. Und kann trotzdem weiterzocken, weil ich habe ja hier noch ein paar Spiele, die ich unbedingt noch durch weiterhin natürlich zocken möchte. So, erstmal hier durch. Das Kart ist ein bisschen ungewohnt. Also, Handling ist eher weniger gut, habe ich das Gefühl. Aber wir sind momentan auf dem ersten Platz und werden das hoffentlich weiterhin sein. Das Gute ist, ich habe eine Tröte. Ach gut, die rote kam nicht zu mir. Ich hatte schon Angst. Hat er jetzt mich hier irgendwo gegengekracht? Egal. Der Tintenfisch ist auch weg. Ist die Tinte. Und wir sind ja auch ein Tintenfisch. Also hast du da nicht Schaden bekommen, Inkling, Junge? Dann da plötzlich so ein Schwarz. Was? Das ist jetzt nicht euer Ernst! Was ist das? Ey! Ich hatte eine Hupe und dann kommt natürlich ein Blitz, bevor der Stachypanzer kommt. Ich habe mich gerade schon gefreut. Ja, ich habe eine Hupe. Ich kann ihn abwehren, aber nee. Da habe ich nicht die Rechnung mit Mario Kart gemacht. Aber wir sind trotzdem Erster, obwohl wir zweimal getroffen wurden und haben immer noch einen guten Abstand zum zwei Platzierten. Also das sollten wir, wenn kein großer Betrug kommt, ja, nach Hause fahren mit dem ersten Platz. Also das sollten wir hinkriegen. Ja, gegen die Wand krachen. Ach, Blooper. Gut, dass ich beim Beschleunigungsstreifen gerade war. So, hier durch. Ist eine Strecke von Mario Kart 8 DS. Und die wurde auch ordentlich geändert. Der zweite Stachypanzer, ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt kann es trotzdem noch knapp werden. Unterbehalten. So. Nein, 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 nein. Nicht dagegen. Ja, wie gesagt, von Mario Kart DS, die wurde ordentlich geändert. Also wenn man die mit Mario Kart DS vergleicht. Hier gibt es ja zum Beispiel so eine Phase, wo man so dieses Gravity anwendet. Ich glaube, ein bisschen Fliegen ist ja auch mit dabei, oder? Ah, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, diese Passage ist komplett umgeändert. Aber mir gefällt die Strecke. Mir gefällt sie auf dem Nintendo DS, aber auch hier. Und das sind gute Neuerungen. Gut, gehen wir nun zur nächsten Strecke. Sorbitland vom GameCube. Von Mario Kart Double Dash. Haben wir auch mal gezockt. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber haben wir mal gezockt. Hat auch ordentlich Spaß gemacht. Das weiß ich noch. War ein kurzes Let's Play, weil da haben wir nur den Grand Prix gemacht. Kein Spielmodus und weiter nix. Ey, warum bleibst du plötzlich stehen? Weil
B-Knopf gedrückt wurde. Nicht von mir, vom Geist. So, vielleicht treffe ich jemanden. Ah, toll. Das war jetzt ein Fail. Es gab ja auch so eine ähnliche Strecke auf bei Mario Kart Wii. Die sehe ich auch noch. Die war auch ganz nice. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Mario Kart Wii werden wir auch noch eines Tages zocken. Aber kommt alles mit der Zeit. Oh nein, ich bin so ein Dummdödel. Ich bin ein Dummdödel. Aber jetzt mal ernsthaft, wie fahre ich denn hier? Das ist ja erbärmlich. Komm hier, tot überholen. Ja, natürlich kein Item. Er hat auch kein Item bekommen. Er fährt da unten lang. Ich fahre mal hier oben lang. Ja, erster Platz. Huhu. Das Doppel-Item. Weil sonst kriege ich nur eine Münze und hab nichts zum Abwehren. Oh, geil, eine Hupe. Das ist natürlich nice. Am besten ist so eine Kombination. Zuerst eine Banane oder ein Panzer und danach die Hupe. Also die Hupe als zweites. Und wenn ein roter Panzer kommt, kann man den roten Panzer noch irgendwie anders abwehren. Muss nicht die Hupe dafür aufbrauchen. Das ist trotzdem geschützt gegen Stahlpanzer. So, aber wir haben es gesch. Nee, es kommt ja noch eine Runde. Ja, moin. Wollte gerade sagen, wir haben es geschafft, aber nee, haben wir nicht. Dann fahre ich auch mal hier lang. Nehmen die paar Münzen mit? Nein, tue ich nicht. Nicht mal eine kriege ich. Doch, hier die letzte. Moin. Und ein Stahlpanzer in Sicht? Bisher nicht. Okay. Dann sollten wir das alles hinkriegen. Okay, roter Panzer, da setze ich mal meine Hupe ein und hoffe auf Glück, dass kein Stachypanzer kommt. Oh, da kommt noch einer. Ja, moin. War doch klar. Aber wir sind schon im Ziel. Ein Glück. Es war so klar, wenn ich die Hupe einsetze, wird ein Stachypanzer kommen. Aber nochmal alles gut gegangen. Los zur nächsten Strecke. Das war jetzt die dritte Strecke. Dritte Strecke, die vergesse ich jedes Mal. Was die dritte Strecke ist. Sorbetland habe ich auch noch über. Genau, die Instrumentalpiste. Eine Strecke, wo ich ehrlich gesagt finde, dass die hier ein bisschen unnötig ist, weil die ist immer noch genauso wie in Mario Kart 7. Es wurde hier nichts geändert, nichts erneuert. Keine Gravity-Phase zum Beispiel, was ja hier neu ist in Mario Kart 8 Deluxe oder generell Mario Kart 8. Und es ist einfach nur irgendwie kopiert und eingefügt. Und da hätte man andere Strecken so gut nehmen können, wie zum Beispiel Wario's Galleon Wrack, meine Lieblingsstrecke von Mario Kart 7. Ich glaube auch insgesamt meine Lieblingsstrecke. Hier würde jetzt spontan keine weitere ein. Obwohl Wolkenstraße, gut. Die wir hier auch noch zocken werden. Sogar im nächsten Part, richtig? Ja, doch, doch, im nächsten Part dann. Danke, Blitz. Wir haben ja jetzt den Blood Cup, glaube ich. Und dann geht es ja zum Spezialcup, glaube ich. Auf jeden Fall mit neuen Strecken und da ist ja dann die Wolkenpiste mit dabei, Wolkenstraße. Mit der Super Mario Galaxy Musik. Oh ja. Mega nice. Gut, dann hier durch. Und dann. Ja. Da haben mir gerade was einfällt. Passt zwar nicht zu diesem Let's Play, aber ich möchte kurz mal was sagen. In den letzten Tagen ist Minecraft ausgefallen, das normale Minecraft Let's Play. Mal so als kleine Info, es wird wahrscheinlich jetzt noch länger ausfallen. Gründe dafür sind, oder ist, der Grund dafür ist, dass das Spiel neuerdings abstürzt. Und ich habe den einen Part dann noch aufgenommen, der auch rauskam. Das ist der letzte bisher veröffentlichte Part von Minecraft. Und dann einen Cut gesetzt und die nächste Aufnahme ist so ein bisschen verloren. Das werde ich dann im nächsten Minecraft-Part dann auch alles erklären, sobald das wieder alles funktioniert. Ich muss mich nur darum mal kümmern. Nur momentan ist bei mir ein bisschen stressig alles. Naja, werde ich da erstmal nicht Zeit finden, vielleicht. In einer Woche oder so. Wollte ich nur mal gesagt haben, falls irgendwer von euch das Minecraft-Projekt
Let's Play vermisst, was ja gerne geschaut wird. Ich kam noch nicht dazu, in irgendeinem anderen Video dazu reden. Ich weiß nicht, eventuell mache ich heute noch einen Livestream, also für mich heute. Für euch müsste es gestern gewesen sein. Ne, vorgestern. Gestern? Vorgestern? Vorgestern. Genau. Oder gestern. Ich weiß noch nicht. Vielleicht, da Minecraft ausfällt, werde ich das ein bisschen anders strukturieren. Weiß ich noch nicht. Dass Mario Kart vielleicht einmal öfters kommt. Ah, mal sehen. Weiß ich noch nicht. Gut, auf geht's zur letzten Strecke. Diese Strecke haben wir da gerade eben sehr souverän geschafft. Nun geht es auf zur letzten Strecke hier. Yoshis Tal. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen, wegen es ist Spielmodus. Solltet bei der Kreuzung gleich nicht links abbiegen, sondern rechts abbiegen und dann direkt hier reinfahren. Perfekt. Metal Mario hat auch den Weg genommen und ist so gesehen dicht dran, aber wir bauen ein bisschen Vorsprung auf. Aber nicht, wenn wir irgendwo oder überall gegenkrachen. Dann eigentlich nicht. Egal. Gut. Gleich erstmal die erste Runde beendet. Ja, moin. Das war ein bisschen fällig. Und ja, bei der Strecke mache ich mir auch eher weniger Sorgen. Wenn man da mal den kürzesten Weg nimmt, sollte das gar kein Problem darstellen. Obwohl ich eigentlich auch mal wieder Bock oder generell Bock hätte, mit euch ein bisschen online zu fahren. Vielleicht mache ich das. Ja, ich glaube mal, ich werde nach diesem Part mal einen Online-Part aufnehmen, der dann die Tage dann auch so kommt. Mal sehen. Vielleicht Mittwoch oder so. Weiß ich noch nicht. So. FIFA Online habe ich auch mal wieder richtig tolle Bock. Ist schon ein bisschen wieder her, seitdem ich online gezockt habe. Und online, da gibt es halt auch nochmal ordentlich nicht. Schwierigkeit, die wir vielleicht jetzt hier nicht so haben. Weil hier fahren wir ja so wie souverän auf den ersten Platz. Aber ich denke mal, die nächsten Cups werden ordentlich schwieriger. Da werden wir wirklich zu tun haben. Kein Staripanzer bisher. Verwundert mich. Ey, müssen springen. Huhu. Könnte man so als kleine Challenge machen. Fahr eine Strecke nur mit Springen. Wo andauernd springen muss. Versuche als erster das Ziel zu erreichen. Zwar auch ein bisschen nervig, aber könnte man auch mal machen. Ah, wäre es mal geil, so ein Mario Kart mit Challenges. Wirklich. Ja gut, hatte man ja so ähnlich auf dem DS, da gab es ja Missionen. Aber wirklich so Challenges wie in Mario Maker. Nur erreiche das Ziel, indem oder besser gesagt, springe die ganze Zeit und erreiche damit das Ziel oder so. Oder man hat von Anfang an einen Panzer und erreicht das Ziel mit diesem Panzer und man darf den Panzer nicht abwerfen oder... Ja, man hat den halt auch von Anfang an ausgerüstet, keine Ahnung. Da kann man bestimmt einiges machen. Aber naja, unser Part ist jetzt hier vorbei. Wir haben den Goldpokal erreicht. Hier im Blood Cup. Und ja, 3 Sterne. Wunderbar. Ein neues Fahrzeugteil. Ja, dieses könnte sein, dass wir es im Online-Modus auspacken. Obwohl, im Online-Modus werden neue Fahrzeugteile, glaube ich, nicht preisgegeben. Okay, na gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.